Hallihallo, Hallöchen, mit recht herzlich willkommen jetzt zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Tramsim. Wir sind heute mal wieder im Menü unterwegs, denn ich möchte mal ganz kurz heute mal die Repaint-Funktion vorstellen. Die wurde ja vor einiger Zeit ein kleines bisschen überarbeitet. Am Anfang konnte man das ja nur statisch quasi für alle Fahrzeuge irgendwie festlegen. Und jetzt gibt es ein paar ganz coole Zusatzfunktionen, die wir uns, denke ich, einmal anschauen werden. Und zwar das Ganze in dem Fahrzeuge-Menüpunkt. Und hier seht ihr dann quasi alle Fahrzeuge, die ihr besitzt. Das sind jetzt aktuell alle, die es gibt. Und genau, es gibt hier quasi einen Repaint-Linienbetrieb-Menüpunkt. Und im ersten Schritt müsst ihr euch erstmal auf dem Tramsim-Discord-Server, da gibt es im Bereich für Repaints für die verschiedenen Fahrzeuge, müsst ihr euch die quasi erstmal runterladen, dann in euren Steam-Ordner reintun. Genau, steht jetzt auch hier quasi schon direkt beschrieben. Heißt, da könnt ihr auch gar nicht so viel falsch machen. Heißt quasi dort, wo euer Tramsim quasi installiert ist, oder Tramsim Vienna und dann Repaints, da quasi für jedes Repaint einen eigenen Unterordner anlegen. Und dann gibt es die Möglichkeit, um das Ganze im Spiel nutzen zu können, müssen wir ein neues Repaint-Mapping hinzufügen. Können wir mal schauen. Da müssen wir auf der linken Seite eine Wagennummer auswählen. Warum müssen wir das tun? Das Ganze hat den Hintergrund, dass dann, soweit ich das weiß, ebenfalls auch die, ja, ich sag mal, KI-Züge mit den Repaints rumfahren. Falls das die denn, also falls die gerade gespawnt werden, dann fahren auch, fährt auch quasi direkt Wagennummer 301 zum Beispiel mit den Repaints. Also es gibt immer Demo-Repaint. Ich habe jetzt mal zwei Repaints installiert. Ich nehme mal das von der AVG. Das können wir einmal speichern. Und wenn wir das jetzt fahren wollen, können wir mal schauen. Ja, wir Wagen Nummer 301, der Flexity. Starten wir das doch gerade einmal. Der Vorteil ist, er geht ja doch recht zügig verglichen mit anderen Spielen. Genau, und schon habt ihr quasi Wagen Nummer 301 gespeichert im Laufe der Zeit. Das heißt, ihr, jedes Mal, wenn ihr das Spiel dann startet, ist Wagen Nummer 301 dann euer Repaint der Wahl. So, wir sehen es auch schon ein bisschen in den Spiegeln. Genau, guck mal. Ha. Fantastisch. Ist natürlich für mich ist Karlsruhe wunderschön. Wenn es natürlich auch nicht wirklich aufs Fahrzeug passt. Wir haben hier andere Bombardier-Fahrzeuge, die dann hier mit von der AVG rumfahren. Aber ja, das hat tatsächlich schon was. Und das hier wäre jetzt quasi ein Repaint. Das ist für die einzelnen Wagenteile dann quasi da. Man kann sich natürlich auch selber Repaints erstellen. Braucht man halt tatsächlich ein bisschen Geschick mit einem Bildbearbeitungsprogramm. Da gibt es aber schon von sehr, sehr vielen Städten für sehr viele verschiedene Fahrzeuge. Gibt es da eben, wie erwähnt, schon was auf dem Discord-Server. Der so ein bisschen auch die Mod-File-Base ist, wenn man so will. So. Ich finde das einfach, es ist einfach nice. Wir machen das jetzt mal exemplarisch. Vielleicht nochmal an einem anderen Fahrzeug. Also für den Ulf gibt es beispielsweise auch schon ein paar Repaints. Ich habe mir heute aber mal überlegt, dass wir mit dem hier mit der älteren BIM fahren. Genau, da habe ich das Ganze auch schon mal angelegt. Testweise auf der ersten Wagennummer. Ich habe ein anderes Repaint installiert und mit dem fahren wir noch mal eine kleine Runde. Sonst es hat ja auch langweilig heute. Wir fahren mal vom Schottenring aus, hätte ich gesagt. In E2 haben wir noch nie aufgerüstet. Das heißt, das machen wir auch einfach mal mit. So, ja gut, das müssen wir uns anders hinladen. Aber genau, so kann man sich im Prinzip das Spiel ein bisschen customizen. Einfacher als die Option, wie das quasi. Und muss dazu, also in-game zumindest zuweisen, wenn man sagen möchte, ich möchte heute mal mit dem Repaint, morgen mit dem anderen fahren, dann kann man das quasi in-game zuweisen, das würde ich damit sagen. Man muss natürlich trotzdem das Ganze in die Ordnerstruktur einpflegen, das ist klar, aber irgendwo muss es ja hin. Ich finde aber, damit haben sie echt eine schöne, recht einfache Möglichkeit gefunden, das Ganze zu tun. So, und hier haben wir jetzt quasi die alte U-Bahn Frankfurt Lackierung. Also natürlich sehr, sehr viel fiktiv dabei, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass, ich sag mal, ja, dass Wiener Fahrzeuge sind und die entsprechend dann halt eher in Wien unterwegs sind und nirgendwo viel anders. Und sonst hätte man ja fast keine Repaints. So, wir heben einmal den Stromabnehmer, hätte ich gesagt. So, ach ja, genau, dann brauchen wir hier den Mr. Schalter da oben. So, Ruderbereich. Ach.
Ach nee, habe ich doch schon gemacht. Ja, jetzt mal. So, jetzt ist aber grün, ne? Muss halt rot oder warte mal. Die Überschwemmschale ist eingeschaltet, wenn der rote Bereich zu sehen ist. Ja, dann stimmt das so wohl. So, dann brauchen wir noch das Gepiepe einmal ausschalten. Das machen wir, indem wir zack und für den Beiwagen. So, ach genau, wir müssen unseren Federspeicher noch einmal. Nee, auf, das war hier Mitte, ne? Da dazwischen drin. So, müsste der hier dann sein. So, und dann einmal auf Abfahrt, ne? Wunderbar. Ja, Ibis ist mir jetzt erstmal, wir fahren mal Personalnummer Käsekuchen. So, das Ziel. Sonderzug, na, wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen, ja, Ziel, frohe Weihnachten finde ich gut. Wir fahren eigentlich zum Prater, ne? Aber Sonderzug sieht schon nice aus, ne? Wir fahren eigentlich zum Prater, deswegen muss das ja eigentlich so. Müssen wir das schon so machen. So, ich ziehe gerade mal vor. Dann würde ich auch gerne selber noch mal ein bisschen. Guten Tag, Kollege. Wäre natürlich cool, wenn uns jetzt Wagen 301 auch entgegenkommt. Tut er wahrscheinlich nicht, dann müssten wir jetzt Glück haben. Ja, ansonsten gab es auch noch ein paar andere Updates für den Tramsim, zusammen mit dem Ulf dann erschienen. Unter anderem fährt der, wenn man den besitzt, dann auch als KI. Jo, lass die gerne vorbei. So, genau. Also, jetzt haben wir hier quasi unser Repaint auf dem Fahrzeug, Triebwagen plus Beiwagen. Ja, du bist nicht die 301. Oh, schade. Ah, ich finde das mit den Repaints schon tatsächlich eine klasse Sache. So. Mal zu hier die Hütte, ne? Vorne extra zu. So. Ah, jetzt wieder. Dankeschön. Okay, warte mal, ich muss mal ganz kurz. So. Okay, das hat gerade irgendwie, weiß ich nicht, ich habe wahrscheinlich rausgetabbelt oder so. Wollen wir auch nicht. Huch. Okay. Dann machen wir zu hier die Hütte, ne? Hinten zu, vorne zu und Abfahrt, ne? Wunderbärchen, so. Dann wollen wir mal los hier auf die Fahrt. Ja gut, genau, von innen sieht man das natürlich nicht. Aber Repaints sind eben eine, finde ich, schöne Äußerlichkeit. So. Achso, mit den Ansagen sind wir ein bisschen out of sync jetzt, ne? Windenstraße. Ja. Gucke mal, was uns da entgegenkommt. Hahaha. Da hat wohl jemand Fahrzeug 301 gespawnt. Deswegen hat er wahrscheinlich auch eine Weile geladen. Ja, da kann ich mir vorstellen. Nice. Okay, das hat tatsächlich was. Okay, mir das gefällt mir. Ich bin. Josh ist glücklich und zufrieden. Das ist ja mal cool. Ja, sehr nice. Guten Tag, Kollege. Hui. Und der Feder der Güte. Ja gut, hinter uns haben wir natürlich nur unseren normalen Kollegen. So, wenn wir jetzt hier schon mal stehen, können wir die Ansage ein bisschen weiterschalten. Da sind wir ganz weit davon weg. Salztorbrücke müsste das sein. Salztorbrücke. Umsteigen zu 2A. In der Flugkurs. Tat. Die Salztorbrücke. So, machen wir mal die Freigabe hier Bitte raus. seien Sie achtsam. Andere brauchen Ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Was ganz interessant ist, ich habe tatsächlich Benutzen Sie ewig, AirPod-Button. ja, ewig gebraucht, um mir quasi festzustellen, dass wir hier einmal im Prinzip auf unserem Fahrerarbeitsplatz einmal die Kontrolle für den Triebwagen und einmal für den Beiwagen einfach extra haben. Das wäre quasi, ne, auch theoretisch mit der Maus dann, soweit ich mir das vorstellen kann, dann auch noch getrennt Freigabe geben könnten. Aber halt natürlich die Tastaturbefehle sind halt dann immer für beide. Gleichzeitig. So. Und Abfahrt. Wunderbar. Ja, der Kollege darf da mit uns her tingeln, da darf er machen, auch da vorne ist rot. Ah, okay. Wäre ich wahrscheinlich langsam angefahren, hätte das wahrscheinlich gepasst. Schiebenplatz. Umsteigen zu U1, U4, 2, 2A.
So ist das wohl. Ah, schon wieder rot. Also, weiß. Also, nicht fad. Ihr wisst, was ich meine. So. Auf jeden Fall anhalten, das wollte ich damit sagen. So. Ja gut, da stehen wir hier halt, ne? Kannst du auch nichts machen. Irgendwie gedacht, das würde besser passen mit da langen Düsen, Grünphasen, grüne Welle und sowas, aber ne, sowas haben wir scheinbar nicht. Gut. Und da müssen wir damit klarkommen. So. Ja, ey, schnell, ne? So. Ach, guck mal, fröhliche Nudeln. Ja. So. Und einmal rein mit euch, ne? Da war die Freigabe, so. Guten Tag, hallo. Achso, ja gut, wobei, hier kannst du ja fast sogar echt Hallo sagen, ne? Das ist doch recht mit direktem Fahrgastkontakt, so. Mal zu hier alles, vorne im Triebwagen auch noch zu. Und Abfahrt. Ach ja. Wenn man mal ein bisschen gefahren ist, klappt das hat im Laufe der Zeit dann tatsächlich ein bisschen besser. Aber dafür muss man erstmal eine Weile fahren, ne? So. Gut, da vorne wieder normale Kollegen. Genau, das heißt, soweit ich. Das heißt dann auch, soweit ich das verstanden habe, dass einem dieser Wagen, den man quasi repainted hat, eben auch maximal dieses eine Mal. Dass man ihnen maximal dieses eine Mal begegnet, außer dann halt eben auf der Rückfahrt. Aber auf jeden Fall wird das eben fest auch da dieser Wagennummer zugeordnet. Tatsächlich so ein bisschen wie bei OMSI, also doch sehr, sehr spezifisch, was eigentlich ganz cool ist. Ja, weil man da halt einfach eine unfassbar detaillierte Kontrolle auch drüber hat und man könnte dann für die einzelnen Fahrzeuge auch Werbe-Repaints und sowas erstellen und die würden einem dann auch tatsächlich nur so entgegenkommen, wie man sie auch tatsächlich zugewiesen hat. Ja, wie gesagt, ist jetzt nichts komplett Neues, aber ja, haben wir so in der Detailtiefe noch nicht vorgestellt, deswegen fand ich das jetzt ganz cool, dass wir das mal machen, so. Und los kommen wir wieder, ne? Deswegen gibt es halt auch nur so eine kleine Fahrt. Guck mal, den Kollegen haben abgehängt, haha. Deswegen fahren wir halt nur so eine kleine Tour. Damit wir das eben zumindest mal kurz im Einsatz sehen, aber ja, genau. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße. So ist das wohl, ne? So, bitte beachten Sie. Es ist leider noch nicht fort hier. So, genau, was steht denn als nächstes an meinem Tramsim? Soweit ich weiß, müsste das ja dann eigentlich ne, Betriebshof mit seinen zusätzlichen Funktionen und Abschnitten sein. Das heißt, man kommt halt das erste Mal ein bisschen woanders hin auf der Karte. Da bin ich ja auch mal gespannt, was denn da alles so mit dazugehört. Ist ja dann quasi der aufgesplittete erste DLC. War ja ursprünglich mit dem Ulf zusammen geplant. Jetzt hat man das quasi auseinandergezogen für die Leute, die gerne eben diesen Betriebshof und die Betriebshoffunktionalität hätten. Und eben die, die nur nur das neue Fahrzeug wollen. Genau, das kam jetzt dann eben in zwei Teilen. Gibt es aber auch eben, glaube ich, soweit ich das weiß, günstiger als Bundle. Das ist hier leider schon wieder rot. Oh. Naja, gut. Was kommt uns da Schönes entgegen? Wagennummer ist irgendwas mit einer 1. 3, 1, 6. Ja. So, kommt vorne mal wieder zu hier. So, Freigabe mal raus hier. Das kann ja nicht sein, dass die da noch ewig einsteigen wollen. Vor allem, weil wir halt nur der. Ach so, die hätten jetzt mit. Ja, gut, dann komm. Steig halt ein. So. Zu damit. Mach mal Pling jetzt. Dankeschön. So. Wobei wir eh noch nicht dürfen, ne? Aber warte mal, die hat doch hier so. Guck mal, die hat doch da.
Ich hinterfrage das mal nicht. So. Dürfen wir denn gleich auch gleich wieder so nach rechts grün? Ne, komm mal. Wir dürfen auch. So. Dann, wunderschönen guten Tag, Kollege. So, ich muss aber sagen, ich fahre unfassbar gerne mit den, Blub. Ja, ja. Ich fahre unfassbar gerne mit den anderen beiden Fahrzeugen, also mit dem E2 und mit dem Ulf. Das ist immer, ich finde ich gerade im Vergleich zum Flexity immer ein ganz schöner. Ja, fährt sich halt schon auch tatsächlich ganz anders. Ich glaube, das hatte ich auch letztes Mal schon mal erwähnt. Es ist eben bemerkenswert, dass das dann doch nochmal, dass sich das doch tatsächlich nochmal ganz anders fährt. So, hab das dann mal da hinten alle. Würde gerne weiter. Okay. Ja, jeder, der jetzt halt noch steht, der hat halt, ja, hat halt ein Problem, gell? So. Da dürfen wir auch noch rüber, das ist gut. Da wollen wir mal gucken, was das auch machen. Und unsere Fahrtmöglichkeit hier nutzen. So, pling. Hetzgasse. So, das passt aber. Ja, gut. Na, ich glaube, das war noch vollkommen in Ordnung. Muss man sich, denke ich mal, sonst im realen Straßenverkehr auf wesentlich ja, krassere Fahrmanöver von den Autos einstellen. Da gehen wir das ja fast noch lieb. So, auf hier mit den Türen. Einmal einsteigen. Ist auch noch mit. Ja, hopp, dann nein mit dir. So. Ja gut, also wer jetzt halt noch mit will, das wäre mir jetzt halt auch zu spät. Also weiß ich nicht, wer der sich erstmal noch interessanterweise hatte ich das vorher tatsächlich nicht, also vor dem letzten Update. Ja, gut, wird wohl seine Berechtigung. Dankeschön. Ich wollte klingeln. Wird wohl seine Richtigkeit haben. Löwengasse. Umsteigen zu 4A. Ich hoffe einfach nur immer, dass dann die Aufnahme auch nicht irgendwie stockt, weil das ist jetzt halt. Probiere mich jetzt beim Tramsim immer an neuen Aufnahmemethoden. Es ist jedes Mal komplett was anderes für mich, deswegen da bin ich noch nicht ganz so. Ja. Wie heißt das? Familiär ja nicht, ne? Das ist immer nur die Übersetzung. To be familiar. Ach, wie heißt das denn? Noch nicht ganz so vertraut. Ja. So, wollt ihr mit eigentlich oder nicht? Ja, dann nächstes Mal weniger telefonieren und mehr mitfahren. Meine Güte. So. So, ja gut, wir haben jetzt hier noch nicht, das Vorsignal sagt noch nicht, dass wir dürfen, aber wenn wir jetzt eh keinen mehr da haben, dann können wir ja schon mal vorziehen, ne? Sagt ja keiner, dass ich nur mit dem Vorsignal ausfahren darf. Das ist ja, ich darf ja trotzdem bis zur roten Ampel vorziehen. Ja, guck mal. Ah, wir hatten aber eine Sekunde später grün als der Autos. Ach, guck mal. Ah, jedes Mal, wenn er das Repaint lädt. Okay. Okay, da kommt einem das auch mehrmals entgegen, dann spawnt da wohl mehrmals dieselben Fahrzeuge, dann habe ich mich da wohl getäuscht, aber genau, auf jeden Fall für den Spieler ist das dann quasi an die Wagennummer gebunden. Ja, okay, dann ist halt wirklich das große Repaint, was dann immer da so ein bisschen zieht. Kommt dann immer auf die Auflösung an, ich habe jetzt auch gar nicht geschaut, wie groß das ist, scheinbar ein bisschen größer. Und in einem nicht ganz so performanten Format abgelegt. Ja. Okay, muss man da natürlich gucken. So, was macht ihr da vorne? Fleißig über die Straße laufen. So. Achso, wir könnten eigentlich auch mal, ne? Hätten ja auch echt Licht anmachen können. Hier ist das auch im Fahrgastraum. Ja, Tatsache. Ja, doch, es ist schon schöner. So. Müssen wir einmal darüber und da vorne ist aber Vorsignal, fantastisch. Dann da einmal anholen. So, ja gut, das ist immer dann die Frage, ob man dann irgendwie in der Form das signalisiert, aber ich. Ja, komm, wir blinken mal rechts oder so. Irgendwas werden die da schon. So, schönen guten Tag.
Kommt so mal rein hier, die letzten paar Meter. So. Ja, sorry, also wer jetzt erst losläuft, nee, machen wir hier zu. Machen wir nicht. So. Tschüss, sorry. Nee, sonst das dauert wieder Ewigkeiten, bis er wieder da ist. So. Ach, der ist echt noch reingekommen. Hat jetzt irgendwie da seine Hand in die Tür gehalten oder wie es auch Leute. Das dürfte noch nicht mit mir machen. Jetzt nur der E-Wagen hier, der. Weiß ich nicht. Ach komm, jetzt können wir was Cooles schildern hier. Ja, Sonderzug fand ich optisch eine. Ach, schildert er gar nicht. Hm. Ach, keine Fahrt. Ja, ja. Sonderzug. Muss ich nicht da einsteigen. Ach, wieder Linien. Honey's kaputt gemacht, Ehens kaputt gemacht. Naja, gut. Hm. Ja, Ehens kaputt gemacht. Aber, oh, was soll ich gleich mal ausprobieren? Das habe ich im letzten Changelog gelesen. Haha. ja, da muss ich wohl kurz was ausprobieren. Ich werde das mal. Also, danke auch nochmal für die Hinweise mit den Weichen und alles. Das weiß ich, ne? Mit dem Sperr. Ding da oben, das kenne ich ja aus Karlsruhe auch so in der Art, dass man ab einem bestimmten Punkt quasi dass die Weichen dann einmal gestellt sind und ich glaube hier hatten wir genau, das ist keine automatische Weiche, hier jetzt oben nicht sowas über dem Kopf. So, und die Weiche hier soll sich nun scheinbar stellen lassen. So, da hätte ich mal ganz kurz die Leute aussteigen lassen. So. Dann nehmen wir uns das Weichenstelleisen mit. So. Ach, ich habe nur 9 gemacht. Das ist natürlich belastend. Ihr dürft gerne alle aussteigen, wenn ihr wollt. So, habe ich jetzt das... Kannst du mal bitte das Weichenstelleisen mitgeben? So, wo kann ich den da rein? Ah, das ist so eins... Ah, ich sehe gerade, wir kämen gar nicht hier rein. Müssen das... das ist ja nice. Das macht er direkt an der Weiche. Also direkt, krass. Okay, jetzt kommen wir dann nach links. Muhaha. Sehr nice. Okay, zu damit. Und dann kommen wir nach da links. Achso. Ja, noch einmal hier raus und dann post es. Ja, sehr cool. Jetzt können wir hier... Okay, das ist sogar ein anderes Weichenstellen gewesen, als halt, wenn man da wirklich in dem Ding rumlubbelt. Sehr cool. Jetzt kommen wir hier auch auf den linken Teil, damit dann da die anderen Kollegen nicht so verwirrt sind. Was natürlich jetzt irgendwie belastend ist, weil das eine manuelle Weiche ist, müsste ich jetzt ja quasi wieder zurückgehen und die ja wieder zurückstellen, ne? Ja, müsste ich eigentlich schon. Naja, machen wir aber nicht. So, wer aussteigen will, kann jetzt hier gerne aussteigen. Ich sage mir mal vielen Dank fürs Zuschauen, wenn du was dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.